Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, war alles sehr anstrengend bis jetzt. Da komme ich wohl nicht rein. Habe ich gerade schon probiert, ja. Gespeichert habe ich. Weitergehen tut's hier. Ich muss nach wie vor flüssig Stickstoff besorgen. Was ist das denn hier, Lillanes? Flüssigstickstoff. Nein, das war ja einfach. Ach was. Wenn Nicole verletzt ist. Ich habe mich gegenüber Dr. Brennan stets höflich verhalten. Wie ist es mit Ihnen? Ich bin zumindest kein verdammter Mörder. Apropos Höflichkeit. Habe ich es Ihnen zu verdanken, dass die Triebwerke der Kimura repariert wurden? Na klar. Kalaro. Du bist Verrückter. Verhindert keine Konvergenz, die die gesamte Bevölkerung der Erde ausgelöst hat. Wenn sie die Dinge auf die Erde bringen, ist alles vorbei. Nur für die Ungläubigen. Die Menschheit wird vollkommen sein, Mr. Clark. Mit oder ohne sie? Aha. Aber Sie haben sich wohl schon entschieden. Ja, natürlich. Habe ich mich entschieden. Was soll ich sonst gemacht haben? So. Ich kann gegen den ja eh nichts machen. Also laufe ich wieder weg, oder? Muss ich wohl. Oh. Oh. Das war jetzt gar nicht so schlau irgendwie. Ah ja. Ah, ich verstehe, was ich machen muss. Aber erstmal muss ich dich da erledigen. Genau, du musst da drin sein, dann muss ich dich. Aua. Au, 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 au. Also die Idee ist die. Ich mach erstmal die Kleinen hier weg. Den Großen lasse ich noch ein bisschen tanzen, ja? Oh, au, 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 der soll an dich nicht mich hauen. So. Dann locke ich ihn. Locke ich ihn. Ich locke ihn. Hier rein. Dann kriegt er das ab. Puff. Und dann laufe ich hier hoch und drück da drauf. Er hat wohl das Lager überführt. Hat er was? Alles okay, also. Ich stoppte den Jäger. Na, hoffentlich gibt's ja nur einen. Er will die Kreaturen zur Erde bringen, Kendra. Du musst die Kabine des Captains versiegeln und Hammond warnen. Okay, sie wird versiegelt, aber seit Hammond zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich ihn nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Okay. Versuch's weiter bei Hammond. Mercer ist noch nicht fertig. Ja, Mercer ist noch nicht fertig und ich bin mit Mercer wohl noch nicht fertig. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, wahrer Gläubige. Macht es Sinn, jetzt hier so einen Dreier, ja, schon, oder? Isaac, die Monorail auf der Hydrostation ist abgeriegelt. Du musst einen anderen Weg finden. Nimm die Monorail zurück zum Hangar und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Ich habe den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Ich habe jetzt eine Gewebeprobe. Hast du was gefunden, Isaac? Es ist... nennen wir es eine Gewebeprobe. Von Mercers persönlichem Jäger. Vorsicht. Wer weiß, welche verrückte Wissenschaft in diesem Ding steckt. Vielleicht kann ich es herausfinden. Und auch, was Mercer vorhatte. Wenn ich schnell bin, hier muss ein DNA-Scanner in der Nähe sein. Ja, jetzt kommen aber die Aufträge rein hier. Hammerhart. Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Also. Ich soll zur Monorail-Wartung gehen. Das ist mein Hauptquest, richtig? Ich habe aber jetzt hier auch noch... Sie sind nicht autorisiert. Das Internet-Sicherheit Ishimura ist echt beschissen. Also steht da. Wenn ich eine Master-Sicherheit erstelle, kann ich auf alle abgeriegelten Bereiche und die verbliebenen Vorräte zugreifen. Und dazu brauche ich alles Zeug hier. Wo ich aber gar nicht rankomme, weil ich noch in Stufe 3 bin. Na super. Ich soll dann hier noch... ich muss wissen, womit ich es genau Gewebe-Dingens scannen. Und dann gibt es noch... finde Kines Versteck auf dem Abbaudeck. Wissenschaftliche Methoden. I don't know. Ich würde ja gerne... irgendwas mal machen, so. Das zum Beispiel. Sorry, wie geht das? Geht gar nicht. Kann ich gar nicht. Nö, kann ich nicht. Hm. Na, dann muss ich wohl den Hauptquest weiterverfolgen. Dann mache ich das mal. Schaut es denn so munitionstechnisch aus? 13 von der Sorte. 50 vom Flammenwerfer, 50 vom Ding. Eine Werkbank brauche ich. Ich glaube, ich habe 5 Knoten. Kann das sein? Damit kann man doch total geiles Zeug machen. Aber eine Werkbank müsste halt mal her. Ja. Rote Knopfdrücke, Tropfknücke, also Druckknöpfe. Zu verlockend. Ich sollte mal rote Druckknöpfe drücken. Was kann schon passieren, außer dass Monster kommen oder so? Ach so, das ist einfach nur eine Kiste. Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich tatsächlich enttäuscht. Ist die Monorail... der was? Der Brücke? War ich hier nicht schon 100 Mal? Komische Sitze haben sie auf jeden Fall hier. Wo geht's da hin? Ja, ich muss da lang. Okay, aber wo geht's da hin? Zum Hauptatrium? Geht's zu dem Aufzug? Ach, guckst du? Da ist links rum... eine Werkbank. Behaupte ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall ist hier eine Speicherstation. So. Ja, zurück. Ich muss Monorail fahren, klar. Aber ich wollte ja jetzt auf die Karte gucken. Ja, da werde ich schon drin gewesen sein. Wie immer war schon überall drin. Richtig? Richtig. Oh oh. Okay. Nur keinen Stress. Ja? Das ist keine Werkbank, das ist ein Store. Hauptatrium. Aber da bin ich jetzt hier links durch die Tür.
Ja, genau. Jetzt bin ich ja hier wieder. Alles klar. Da ist tatsächlich hier eine Werkbank. Sehr gut. Dann werkeln wir mal ein bisschen an der Werkbank. 5 Knötchen. Und den Plasma-Cutter habe ich jetzt bis auf Nachladen total maximiert. Da brauche ich nichts mehr machen, glaube ich. Das spare ich mir. Am Anzug könnte ich jetzt auch Trefferpunkte. Luft brauche ich nicht. Habe ich bis jetzt nie gebraucht. Ja, war schon ein, zwei, dreimal knapp jetzt. Vielleicht wird das auch nochmal knapper. Erg ist Stase-Energie. Ja, das ist auch nicht verkehrt, wenn man nochmal mehr Stase machen kann. Das habe ich jetzt schon wirklich auch öfter benutzt. Die Stase-Zone, ist das das Gebiet, um was dann die Stase greift? Ich weiß es nicht. Nee. Wollen wir den Ripper ein bisschen rippern? Habe ich, glaube ich, auch schon angefangen hier. Weil da könnte ich mir ja in der Tat mit einem Punkt, mit 2, 3, den zweiten Schaden und mit 4, 5 könnte ich mir noch die Dauer und die Kapazität erhöhen. Ich habe natürlich ein Munitionsproblem irgendwie mit dem Teil. Aber ja, also der Ripper, weil Flammenwerfer na, ist nicht verkehrt und Laserkanone, aber warum drücke ich denn jetzt hier den falschen Knopf again? So, also. Wir investieren jetzt mal 5 Punkte in den Ripper. Machen damit mehr Schaden. Wir machen dann... Nachladen interessiert mich eigentlich nicht. Kapazität eigentlich auch nicht. Jetzt habe ich noch 4 Stück. Ich komme mal nicht an beide Schaden ran. Aber ich mache es jetzt so und dann hier und dann da. Und dann spekulieren wir darauf, dass wir bald ein neues Erweiterungsteil für den Ripper kriegen, damit wir hier noch kräftig Knoten investieren können. So, und jetzt geht's ab zur Monorail-Wartung. Die kann ich ja nach wie vor nicht. Es war 3, oder? Nee, Level 2, hallo. Ja, schön. Credits und... Plasma-Energie. Lecker, Muni. Oh. Scheiße! Wie schlecht. Ja, es macht ja fast Spaß. Nein, daneben geschossen. Burn, Baby, burn. Habe ich nicht irgendwas zum Werfen? Hier. Ein Plastikkarton. Oh ja, ich kann mit Hühnchen werfen. Shit. Ist hier irgendwas Handfestes hier? Ein bisschen Muni sparen. So eine Kiste macht die mehr Aua. Nein. Ein Stuhl. Auch nicht. Noch eine Kiste. Schaut schlecht aus. Werde ich wohl noch eine... Also doch! Man sieht es nicht so recht, ob man Schaden macht damit oder nicht. Aber ja, wir haben Schaden gemacht.
Auch wenn es wenig war und ich Bierstühle gebraucht habe. Ja, das war jetzt schon wieder blöd, weil ich die Tür gerade zugegangen ist. Und ich weglaufen wollte, aber dann musste man die Kleinen erst abwehren. Die haben dann wieder ziemlich böse Aua gemacht. Wieder ist noch ein Hühnchen. Lebst du noch, Hühnchen, oder? Kann man noch Hühnchen noch aufsteigen? Oh. Aha, grafisches Fehlerchen gewesen. Na gut, dann schauen wir doch mal, ob wir im Shop aufräumen können. Achso, da könnt ihr ja mal gucken, ob ich nochmal was kaufen kann, gell? Weil es war ja tatsächlich so, dass ich jetzt für den Ripper eigentlich bald mehr Dingenskirchen brauche. Also 11.000 würde der Ripper... Und ich weiß nicht, ob das... Ist das wirklich Abreißsucher? Das ist doch einfach nur ein Name, oder? Ja. Hat nichts mit Abprallen zu tun. So, dann verkaufen wir. Ja, ganz klar, verkaufen wir das, was zum Verkaufen ist. Und dann schauen wir mal. Da können wir das hier nochmal 3000 machen, dann hätten wir es eigentlich fast. Weil es ist eigentlich unsinnig hier. Nutze ich nicht. Und dann könnte man überlegen, dass man hier diese 5... Ist aber immer noch nicht genug, oder? Setzt die Laserkanone ja nicht ein im Moment, also muss ich auch die Muni nicht aufbewahren. Dann kann ich ruhig hier mal die Muni loswerden. Und damit hätte ich jetzt genug Kohle, um mir den Ripper-Upgrade zu kaufen. Einmalig. Jawohl. Sehr gut. Schön. Ich hoffe, das Geräusch geht da mal wieder weg. Der Ripper hilft auch gegen die Kleinen, glaube ich, oder? Also... Wenn die dann so angesprungen kommen... Da sitzt einer. Aber damals gerade über den Ripper gesprochen. Dann setzt man gleich mal ein. Sehr gut. Auf der anderen Seite war das jetzt relativ unsinnig. Weil... Da ist nämlich gar nichts. Na gut. Dann... stehe ich jetzt hier im Lagerraum und sollte mir noch mal ganz genau überlegen, was ich eigentlich machen will.